Das sind die Rote Rosen Studios in Lüneburg. Heute ist Fantag von Rote Rosen und mit 4000 anderen Fans bin ich dabei. Und da kommen sie auch schon, die Schauspieler der derzeit 14. Staffel von Rote Rosen. Wie fühlst du dich heute? Hast du weiche Knie? Ja, ein bisschen. Es sind ja wahnsinnig viele Menschen gekommen. Vielen, vielen Dank. Clean. Jetzt kommt Blonde rein. Auch für Sie ist es heute der erste Fan-Tag. Großartig, ich bin überwältigt. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Brigitte Antonius Johannes und dann unsere Telenovela. Aus, na Brigitte, bleib bei mir, du kriegst von mir das Mikrofon, extra aus Wien angereist. Brigitte, geht's dir gut? Mir geht's ausgezeichnet, lieber Sohn. Als nächstes möchte ich Konstantin Lücke, den Verpacker, begrüßen. Konstantin, was macht das Hotel? Was macht das Hotel? Das hat heute geschlossen. Michael Miziani unter Ben! Ruhiger! Aber der lief auch schon mal schneller. Oh. Für mich ist es jetzt der wievielte Fantag? Oh, da müssen wir nachrechnen. Ich glaube, das ist der 6,5. Klaus-Dieter Klausitzer unter Hannes! Wo ist Padern? Padern ist da! Und du wirst nachher auch noch Requisiten versteigern, habe ich das richtig mitgekriegt? Sicher, nachher ist noch eine Versteigerung und so viele Leute sind jetzt hier, ich hoffe nachher jetzt bei der Versteigerung. Als nächstes auch. Frau Dr. Britta Berger, Jelle Ritsche! Oh, ein Riesenapplaus! Der 7. Fantag. Nun darf ich auf die Bühne bitten, meinen Freund und Kupferstecher Hermann Tölke alias Gunther. Sie sehen, er ist gut drauf. Ne? Was macht der Alkohol? Dann geht es gleich mit die Rutsche, die tolle Fahrt weiter mit Samantha Villar, unsere Eliane Domba. Eu acho que... Ich finde es super, dass ihr alle da seid. Ich hab was vergessen, also wir sind noch nicht am Ende. Es kommt noch die Anja Franke. Und ich dachte schon, sie kommt nicht. Sie tanzt heute noch für uns. Ich bin noch ein bisschen auf Hektik, ich muss mich jetzt... Sie ist ein bisschen später gekommen, aber... Gut, wir haben den noch... Oh, wir sind ja schon fast vollzählig. Frederik Böhle, unser Theo. Ja. Bei ihm ist es jetzt schwierig, wir wollen ja mal zum Ende kommen. Wenn ich ihm das Mikrofon gebe, dann geht das nicht mehr her. Ich liebe euch alle! Als besonderen Gast darf ich auch noch begrüßen unseren Turniertänzer Olli P. alias René. Olli, alles okay? Alles okay. Ich möchte ein Kind von euch. Und jetzt möchte ich auch noch meine Widersacherin begrüßen, die mir viel Nerven gekostet hat. Dorothea Schenk alias Simone Falkenstein. Ich weiß es genau, warum es nie mit uns geklappt hat. Fast noch vergessen, unseren Big Boy, Rechtsanwalt Joachim Kretzer! Jawohl!
Also, wir sehen dich bei der Autogrammstunde noch. Selbstverständlich. Zwei Damen anzubieten. Mit einer hatte ich auch mal was kurz haben dürfen, mögen, wollen. Aber die wollte viel zu viel von mir. Ich bin ja Wassermann und da sieht man die Freiheit. Ich darf jetzt auf die Bühne bitten, Laura Preis, unsere Vicky. Und liebst du mich immer noch? Tief und fest. Schluss noch eine Schauspielerin, unsere Heidi Honert, die Kim gespielt hat und in den weiten Weg aus Australien zu uns gekommen ist. Den Rest des Tages kann man so einiges machen. Wer sich die Studios anschauen will, muss ein bisschen Wartezeit mitbringen. Die Rote Rosen Schauspieler verteilen sich an die einzelnen Stände. Jetzt kann man hier Keks, Waffeln, Bratwurst und Getränke kaufen. Und zwar bei den Schauspielern. Hannes Lüder leitet wieder eine Versteigerung. Das ist auf Leinen aufgezogen. Wir drehen das mal um, richtigen Rahmen. Also das hat was. 25 Euro. Sagen wir 40 Euro zum ersten, 40 Euro zum zweiten. Und wer hätte geahnt, was einige der Schauspieler musikalisch drauf haben? Da hinten sind noch ein bisschen, da will ich noch ein bisschen mehr. Und jetzt alle zusammen, 1, 2, 3. Künstlich, wenn ich jetzt sagen würde, du musst dich entscheiden, links oder rechts, was würdest du machen? Nein, ich werde mich nicht entscheiden. Du musst dich entscheiden. Ich will mich nicht entscheiden. Every now and then I get a little bit tired. Einige Schauspieler verkaufen auf dem Gelände Lose. Das Ganze ist für eine Tombola. Ein Sketch auf der Bühne gibt es auch. Psychologischen Druck. Die Gurken. Gunther schnappt sich ein Messer und eine Zwiebel. Er will den ersten Schnitt ansetzen, dann stutzt er. Nachziehung der Lose aus der Tombola. Gibt's das nächste Highlight, der Auftritt von Oli P. Ich dachte, wir tanzen. Jetzt du links rückwärts. Was zu jener Zeit, wir hatten wieder mal Streit. Da standst du an der Tür, wolltest zurück. Du weißt du auch, und doch hab ich Flugzeuge. Und jetzt dir! Gib mir mein, gib mir mein. Tja, und für Autogramme mit Widmung von den Schauspielern,
Da steht man sogar eine Zeit lang an. Ja, und das war's dann vom Fantag der Roten Rosen in Lüneburg. Wer nicht dabei war, hat was verpasst. In diesem Sinn, tschüss.